Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft. Und ich habe hier noch Zeug in der Tasche. Und zwar, ich habe ein bisschen was gemacht. Ich muss gestehen, ich habe ein bisschen was gemacht. Ich brauche mal ganz kurz meinen Schissel. Das ist nicht der Schissel, das ist der Schissel. Und mit dem Schissel schissel ich gerade diese beiden Steine, Andesitsteine mal zu Andesit. Und dann schmeiße ich die in meinen Indexer hier rein, und dann kommt der Chisel wieder da rein und gut ist, weil ich habe nämlich angefangen und noch nicht fertig, mache ich aber offscreen. Mache ich nicht im Stream und auch nicht in den Folgen, denke ich. Hier habe ich angefangen, nämlich einen Raum auszuheben, wo ich dann Kisten reinstellen werde. Hier ist irgendwo ein Zombie in der Nähe, das ist gut. Das ist sehr gut. Genau. Also wie gesagt, das wird dann der Kistenraum. Und dann kommt nämlich, die ganzen Regale hier kommen dann weg und dann wird das einfach unsichtbar. Dann hat man hier nur noch das Interface, beziehungsweise das Remote-Interface. Das Remote-Interface übrigens tue ich mal. Weil wir wollen ja heute reisen. Wir wollen ja endlich mal reisen. Das tue ich mal einfach hier rein. So, zack, da liegt es dann drin. Ich habe mir ja auch schon eine Reisekiste gemacht, Reisegepäck. Habe ich schon mal ein bisschen was zusammengesucht und zwar an so Sachen, die man vielleicht nicht so unbedingt denkt. Das ist zum einen nämlich Emeralds, weil ich dachte, wenn ich irgendwelche Villager finde, also ein Dorf finde, wo ich handeln kann, dann sind Emeralds immer gut. Dann natürlich meinen Antiketlas. Den hätte ich wahrscheinlich auch gedacht. Warte mal, wir wollten das so machen, ne? Ja. Genau. Machen wir das so? Machen wir so. Genau, und natürlich ein Bett. Das Bett brauchen wir auch. Wir haben ein bisschen Erde, wir haben ein bisschen Cobblestone. Ich nehme mal ein bisschen mehr Erde noch mit. Falls wir irgendwo was bauen müssen, einfach ein Stack ungefähr. Wie viel haben wir jetzt? 44, 56, ein Stack. Ein Stack Erde, ein Stack Cobblestone, vielleicht ein Stack Holz noch. Da muss ich mal kurz gucken. Ich glaube, ich habe keinen vollständigen mehr her, ne? Ich habe hier aber 47 Baumstämme, da 18. Hier haben wir 31. Ne, hier haben wir 148 und für einen Stack brauche ich, glaube ich, 16 Stämme, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Genau, dann haben wir auch einen Stack Holz dabei und unseren Sharpening Kit nehmen wir mit. Das Bett, wie gesagt, die Emeralds, das Taumometer nehme ich auch mal mit. Da gucke ich mal, ob ich noch irgendwas finde, was ich noch nicht gescannt habe. Da können wir ja vielleicht so ein bisschen nebenbei machen, wobei ich heute nicht Taumcraft machen werde, denke ich. Ich will nämlich, wie gesagt, ich will jetzt eine Reise machen und ich will hauptsächlich... oh, es ist dunkel. Ich gehe mal schnell schlafen. Ich will hauptsächlich auf die Suche nach Kakteen gehen, weil ich brauche Kaktusgrün, damit ich endlich mit Dekokraft anfangen kann. Da ist mir aber gerade noch etwas eingefallen und zwar muss ich gleich mal gucken, nämlich wenn ich, also ich gucke mal ganz kurz, ne, um das nochmal zu zeigen, Dekokraft Bench. Warum hängt der so? Da gibt es nämlich hier diese Workbench oder diese Deko-Bench. Und da braucht man halt also Ton, eine Workbench und halt Farbstoff. Und hier gibt es... Gut, man kann auch Botania oder irgendwelche anderen. Aber Kaktusgrün ist, glaube ich, das Einfachste. Vielleicht gucke ich mal ganz kurz noch, was ist denn Green Pigment? Da brauche ich... Ah ja, genau. Das war nämlich meine Idee, weil man kann nämlich aus grüner Baumwolle oder grüner Wolle kann man auch grünen Farbstoff gewinnen. 15% allerdings nur. Das ist ein bisschen wenig. Green Concrete Powder. Naja gut, das ist ja, macht ja nicht so viel Sinn. Okay. Artificial Dye ist Dye Mixer. Aha. Machine Outputs. Dye Mixer. Dye Mixer. Okay, vielleicht kann ich das auch mal probieren. Aber schätzungsweise kommt man da auch nicht ohne Farbe aus. Okay. Kaktusgrün, es kommt, wie gesagt, aus einer Kaktuspflanze raus. Crusher. Genau, ach, mit dem Crusher kriegt man das. Nämlich grüne Wolle in Crusher. Ist allerdings auch nur 5%. Da ist er gar nicht, ist noch schlechter eigentlich. Ich dachte, es gibt irgendeine Möglichkeit, dass man sicher, Kaktusgrün aus grüner Wolle kriegt. Scheint aber nicht so zu sein. Hier auch nur 5%. Nee, man braucht scheinbar Kakteen. Gut.
Was haben wir hier noch? Organic Green Dye, Industrially Processed Plant, Matter with a Natural Washed Out Color. Ba, 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 ba. Okay. Das ist, glaube ich, viel komplizierter als alles sonst. Clippings and Trimmings, oh mein Gott. Keine Ahnung, was das ist. Ich will mal das hier nochmal gucken. Ach, das war das. Okay, alles klar. Und Ender.io. Green Pigment. Ach, das war das. Okay, alles klar. Gut, also wir brauchen Kakteen. So, rote Farbe ist, glaube ich, ein bisschen einfacher, weil die kriegen wir ja aus. Okay, das ist wieder das. Die kriegen wir nicht einfach aus Rosen oder Tulpen oder Poppies oder. Ach, rote Beete auch. Rote Beete haben wir doch, oder? Rote Beete haben wir doch angepflanzt. Weil das wäre nämlich ideal, weil die wachsen ja einfach nach. Die Poppies wachsen ja nicht einfach so nach. Da muss man dann immer Bohnenmehl streuen, glaube ich. Weiß gar nicht genau, wie das geht. Aber das wäre natürlich ideal, wenn das aus rote Beete gewonnen werden könnte. Huch. Was haben wir hier? Beet. Ach so, das ist nicht. Das ist nicht. Das ist nicht. Okay, das ist nicht. Mist. Das ist nicht. Warum ist hier eigentlich das Ding? Naja, egal. Schade. Wie hieß das? Beetroot. Von Minecraft. Okay. Dye Essence. Aha. Gibt's auch. Okay, und blau ist halt Lapis Lazuli, ne? Blau ist Lapis Lazuli. Oh, guck mal, und hier kann man auch Mystical Agriculture. Achso, ja, okay, das ist klar. Gibt es denn noch andere? Das ist wieder mit Wolle und einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Das auch. Nee, stopp. Stopp. Das hier. Ne, das ist auch das. Okay, gut, also ich denke, Lapis Lazuli wird es nicht drum rumgehen und Kakteen wird es auch nicht drum rumkommen. Das heißt, können ja gerade mal die rote Beete essen, die wir hier geerntet haben. Das heißt, wir brauchen jetzt also auf jeden Fall Kakteen. So, genau, und Essen ist nochmal ein Stichpunkt. Da wollte ich jetzt nochmal nachgucken. Was haben wir denn hier? Okay, wir haben ein paar Burger, wir haben ein paar Kartoffeln, wir haben hier so ein bisschen Corned Beef, Veggie Stir Fry, das haben wir hier auch nochmal. Dann gucken wir nochmal ganz kurz in den Kühlschrank. Dann würde ich gerade mal die guten Sachen hier auch nochmal mitnehmen. Und vielleicht noch mal eine Portion Veggie Stir Fry. Veggie Stir Fry. Das wird das hier nochmal reinpacken. Genau, dann haben wir noch unsere Schaufel und unsere große Axt. Ich nehm die mal mit, aber ich glaube, die werde ich nicht brauchen. Hier eine neue Axt, neue Schaufel, ne? Spitzhacke, großer Hammer und die Spitzhacke. Alles am Start. Irgendwas werde ich wahrscheinlich vergessen. Reicht es an Essen? Das ist jetzt die Frage. Vielleicht kann ich noch mal gucken, was ich noch kochen kann. Was haben wir denn hier noch? Veggie Stir Fry. Gut, da habe ich jetzt schon viel. Wir haben ja noch Grill Skewer, Veggie Strips. Ich will mal ganz kurz gucken. Habe ich noch Salz? Vielleicht müsste ich mal ein bisschen Salz machen. Vielleicht kann ich da wieder mehr Rezepte machen. Ist mir so eingefallen letztens. Hier, Salz. Komm, wir machen mal ein bisschen Salz. Wir machen mal einen Stack Salz noch. Einfach, weil wir es können auch. Hoffentlich kriege ich den auch noch unter, ne? Kriege ich den noch unter irgendwo? Ich mache hier so fröhlicher, hier haben wir noch ein Plätzchen. Hier wäre auch noch Salz. Ah, ne, das ist Zucker, okay. Gut. Dann schauen wir mal, vielleicht können wir jetzt was anderes machen? Nö, können wir nicht. Super. Gut, dann lass uns noch so ein bisschen Grilled Skewer machen. Dankeschön. Grilled Skewer. Drei Stacks. Ach, das reicht genau. Okay, perfekt. Wunderbar. Gut. Dann packt man das alles in den Rucksack. Dann haben wir jetzt, glaube ich, genug zu frayen dabei. Ich überlege die ganze Zeit. Bett. Erstmal Käffchen. Prost. Bett.
Fackeln. Wie viele Fackeln habe ich? 51. Okay, das reicht. Ich habe auch Sticks dabei und Kohle. Gut, ich könnte mir noch eine Workbench machen, aber ich habe ja Holz dabei. Von daher brauche ich es nicht. Kann ich ja dann machen, wenn ich es brauche. Ja, ich würde sagen, komm, wir fahren mal los. Wenn wir irgendwas vergessen haben, haben wir Pech gehabt. Dann packen wir mal die Karte in die linke Hand. Und dann geht das los. Ich habe übrigens mit dem neuen Shader noch mal ein bisschen rumgespielt, weil der war mir zu orange, zu rötlich. Ich habe das mal ein bisschen mehr grünlich, bläulich gemacht und das finde ich ein bisschen schöner. Es ist ein bisschen freundlicher irgendwie. So, was wir auch machen müssten, oder was ganz gut wäre, wenn wir es machen, müssen wir es nicht, müssen wir gar nichts. Ich hatte ja letztens eine Akazie gefällt, da hinten, irgendwo da hinten, als ich schon mal hier so ein bisschen rumgefahren bin. Und da habe ich allerdings nicht die Setzlinge mitgenommen. Die sind irgendwie nicht im Inventar gelandet, vermutlich, weil ich einfach keinen Platz mehr hatte. Und deswegen, oh, warte mal ganz kurz, eine Sache muss ich noch mal machen. Ich bin ja heute live, also. Zack. Ich bin live. Genau. Ich guck mal ganz kurz, wo muss ich eigentlich hinfahren? Wie weit bin ich schon gefahren? Okay, das ist schon ein ganzes Stück, ne? Ist da oben hin quasi, okay. Alles klar. Dann geben wir mal Gas. Ein bisschen die Richtung war das. Ich gucke mal, ob ich da noch Akazien finde und noch einen Setzling mitnehmen kann, damit ich die bei mir auch mal einpflanzen kann hier. Ich habe übrigens noch nicht das ganze neue Equipment in Benutzung, weil ich dafür mein neues System noch aufsetzen muss und das habe ich noch nicht geschafft. Und das wird aber bald kommen. Es läuft alles nach Plan, aber es dauert halt eine Weile. Alles wieder neu einrichten und so, auch die ganzen Sachen in Streamlabs muss ich wieder neu einrichten und so. So. Was ist denn das hier? Die ganzen Symbole auf der Karte, das muss ich mir nochmal angucken. Das ist einfach dieser große Berg, den wir letztes Mal gefunden haben. Ich habe übrigens überhaupt nicht geguckt, ob hier irgendwelche Kakteen an der Küste stehen. Ich bin jetzt einfach gefahren, weil ich gedacht habe, das habe ich ja letztes Mal schon gemacht. Ich glaube, das habe ich auch gemacht. So, die Sonne geht langsam unter, das heißt, wir müssen uns schon mal den ersten Schlafplatz suchen. Dann lass uns doch vielleicht gleich mal, bevor hier noch was passiert, einfach hier raus hüpfen. Jawohl, schüpfen. So, zack, 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 Bettchen raus. You can only sleep at night. Klar. Sag mal hier, Mystical Greyflower, ah ja. Ja, den lasse ich jetzt mal stehen. Ach, guck mal, hier ist auch eine. Hier ist eine Akazie, ne? Ja, hier ist eine Akazie. Gut, dann hauen wir die noch schnell um, bevor wir schlafen gehen. Ah, aber Steel-Lumber-Ex ist auch fast kaputt. Das ist ein bisschen blöd jetzt. Kein Steel mitgenommen. So, hier haben wir jetzt auf jeden Fall auch Setzlinge. Das ist doch sehr gut. Dann haben wir das schon mal gemacht. Dann haben wir schon mal einen. Was ist das denn? Das sieht ja cool aus. Das ist der Mond. Der Mond kommt hinter dem Wasser hervor. Nice. So, gelbe Blume nehmen wir natürlich auch mit. Dann packen wir mal das Holz, das packe ich mal in den Rucksack, den Setzling auch, die eine Blume jetzt auch gerade. Und die Axt packen wir auch wieder weg. Genau. Die kleine Axt könnte ich, nee, warte mal, nee, das mache ich nicht. Dafür, obwohl, doch, mache ich. Aber ich lasse das Bett mal auf. In der Leiste da unten, damit wir da schneller hin wechseln können, wenn wir das nächste Mal schlafen gehen. So, und weiter geht's. Heute mal das Frühstück ausfallen lassen und direkt losgestartet. So, wenn einer Kakteen sieht, schreit er bitte, ja? Bin ich jetzt eigentlich schon da, wo ich noch nie war? Nee, ne? Nee, noch nicht. Das ist noch ein kleines Stück.
Also hier unter dieser Insel war ich schon mal. Das da hinten. Das ist Bambus. Schade. Was ist das da? Ach, das sind irgendwelche Kühe, die ein bisschen komisch aussehen. Okay. Ach ja, hier war ja die Insel der Kühe. Stimmt, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. So, jetzt sind wir, glaube ich, aber in Gefilden, wo wir noch. Warum sehen die denn so komisch aus? Sollen die so aussehen? Vielleicht ist das der neue Shader. Hallo, liebe Sinister Cat. Schön, dass du dabei bist. Und dann fahren wir mal einfach an der Küste lang und gucken mal, wo uns es hin verschlägt. Wo es uns hin verschlägt. Wollen wir mal da hinten ist. Bambus. Ich guck lieber zweimal, ne? Nicht, dass wir irgendwas verpassen. Da ist eine grüne Kuh. Das ist ja auch spannend. Ich kenne nur die lila Kuh. Oh, was ist das denn? Das sieht ja cool aus. Diese Kühe, ne? Da muss ich auch mal hoch. Ich weiß nicht, was für eine Mod das ist. Da muss ich auch mal irgendwie nochmal mich mit beschäftigen. Keine Ahnung, was man damit machen kann. Keine Ahnung. So, hier haben wir sehr viel Wald. Das scheint mir Sumpfgebiet zu sein. Kann das sein? Ruft Forest. Okay, nein, kann nicht sein. Da steht ein Schaf. Das ist ja ein geiler Baum hier. Warte mal, was ist das denn für einer? Was ist das? Das ist ein Baum? Das ist aber kein normaler Eichenbaum, oder? Greatwood. Oh. Wollt ihr mich gerade angreifen? Ah, eine Höhlenspinne. Wie kommt denn eine Höhlenspinne hierher? Scheiße, die hat mich vergiftet. Ah, schon fair. Ist schon vorbei. Okay, nehme ich das Greatwood-Ding mit? Warte mal. Nehme ich das Greatwood-Ding mit? Ich glaube, ich brauche noch Greatwood-Setzlinge, ne? Was bist du denn? Noch eine Spinne? Noch eine Spinne. Ah, hier ist, glaube ich, irgendwo ein Spawner drunter. Kann das sein? Was sind die denn so aggressiv? Alter Schwede. Hau mal jetzt den Baum um. Ich hau jetzt mal den Baum um. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, dann ist irgendwie unter diesen Bäumen ist irgendwie so ein Spinnennest oder so. Das kann man irgendwie. Und da ist auch eine Truhe. Weißt du, was ich meine? Boah, Alter. Okay, ich muss mal aufpassen. Ich muss echt mal aufpassen. Ich muss erstmal was essen jetzt. Geh weg. Fängt ja schon gut an, die Reise, ne? Habe ihr Huhn beleidigt. Ja, das stimmt. Aber es war, sieht doch kacke aus, oder? Komm schnell. Genau, und da ist eine Kiste. Oh Gott, was ist denn da alles drin? Okay, ich kann gleich wieder heimfahren, ne? Slime Cube. Jede Menge zu essen. Redstone. Ein bisschen String, ein Wooden Gear, zwei Wooden Gears. Curry Rice. Oh Gott, alles zu essen. Was ist das? Capacitor. Found Capacitor. If you had to describe this, good smelting wonder capacitor. Would be a bad name. Okay. Was haben wir hier? Mana Steel. Aha. Und Amazing Technicolor Glasses. When on head, plus zwei Armor. Okay. Ich pack das mal alles ein. Ich hoffe, ich krieg das alles unter. Eigentlich wollte ich ja hier den Baum auch fällen, ne? Warum ist denn der nicht komplett umgegangen? Ah, der geht nicht komplett um. Das ist ja doof.
Muss mal gucken, ob ich einen Greatwood-Setzling jetzt habe, weil die sind sau selten. Oh Gott, ich brauche 7 Rucksäcke. Ach Gott, oh Gott. Okay, hier haben wir das Greatwood-Lock. Dann haben wir hier. Okay, pass mal auf. Die Hanfsamen, die brauche ich jetzt nicht unbedingt mitnehmen. Auch die Inferium Essence. Das Weed nehme ich auch nicht mit. Hanf und Weed nehme ich generell nicht mit. Das Spinnenauge lasse ich auch hier. Die Strings lasse ich jetzt auch mal hier. Versuche möglichst viel von dem Essen mitzunehmen, weil das verbraucht sich ja. Das heißt, da brauche ich gar nicht so viel Platz für, so auf Dauer gerechnet. Spawner Shards habe ich auch schon welche. Sind vielleicht wertvoll, weiß ich nicht, aber lasse ich jetzt trotzdem, wo waren die hier? Die Spawner Shards und das da. So, die Brille nehme ich jetzt auf jeden Fall auch mal mit. Habe ich jetzt mitgenommen, weil ich glaube nämlich, dass ich hier noch einen Slot für eine Brille habe. Kann das sein? Nee. Dann muss ich es auf den Kopf ziehen. Dann sehe ich natürlich jetzt sehr geil aus. Ich weiß nicht, was es bringt. Auf jeden Fall sehe ich sehr geil aus halt, ne? Und so. gut. Nehme ich auf jeden Fall mit. Die Glasses nehme ich auf jeden Fall mit. Ich ziehe aber lieber meinen Helm wieder auf. Der hat, glaube ich, doch mehr Power. Was so Rüstung angeht und so. Ich möchte gerne wieder normal. Ja, danke. So, Rucksack, genau. Curryreis rein, das rein, das rein, das. Ich hätte gar nicht so Essen mitnehmen müssen, ne? Das rein. So, Slime Cute nehme ich mit. Dies nehme ich mit. Die Wooden Gears, die lasse ich hier. Greatwood lasse ich jetzt auch hier, weil da habe ich jetzt einen ganzen Stack schon von. Die Brille nehme ich natürlich mit. Die Pizza nehme ich mit. Ach, Mist. Meine Steel-Lumber-Axe ist broken. Das ist gar nicht so gut. Das heißt, da kann ich hier auf jeden Fall auch schon mal einen Rucksack packen. Die werde ich nicht mehr brauchen. Das wollte ich hier lassen. So, genau. Also das hier rein und das hier rein. Dafür nehme ich die Pizza mit. Pumpkin Seed lasse ich jetzt hier. Das mit. Found Capacitor hört sich irgendwie wertvoll an. Nämlich mit Redstone. 4 Redstone. Brot lasse ich hier. Epic Bacon nehme ich natürlich mit. Spectre Coil Nummer 205 generates 128 RF pro Teil. Spectre Coil. Nehme ich auch mal mit, komm. Cast Redstone lasse ich auch hier, die 4 Stück, komm. So, dann packen wir nämlich den ganzen Essenskram noch in den Rucksack. Das hier lassen wir auch im Rucksack. Das Huhn lacht mich aus. Der Rucksack ist voll, wir können heimfahren. Oh Mann. Das ist wahrscheinlich überhaupt nicht wertvoll, was ich hier mitnehme, aber ist mir egal. So, jetzt nehmen wir mal ein bisschen uns Dirt. Und wo komme ich hier am besten hoch? Also hier kann man auf jeden Fall erstmal zumachen. Und hier. Ein bisschen aufräumen noch, ne? Blöd, dass wir jetzt die Axt nicht mehr haben. Beziehungsweise, dass die kaputt ist. Müssen wir halt per Hand machen. Das ist nicht so gut. Oh, es wird auch schon wieder dunkel. Gut, dann machen wir nochmal so. Und dann machen wir doch einfach. Zack, schlafen wir doch einfach mal hier oben. Cool ist, dass ich meine Schuhe anhab. Meine Schleimschuhe, meine Bouncing-Schleimschuhe. Das heißt, ich habe null Angst, dass ich hier runterfalle. Das ist ziemlich gut. Da
Da hinten ist noch einer. Dann spawnt das weg. Was haben wir hier noch? Spawnt das weg. Ja, genau so sagt man das. Noob. Ja. Ich habe also, wie gesagt, null Angst, dass ich hier runterfalle. Das Einzige, was ich, wovor ich Angst habe, ist, dass ich mich wieder hochbauen muss. Vielleicht hätte ich einfach Leiter mitnehmen sollen für solche Fälle. Eine Leiter für alle Fälle. So, warte mal. Wir können doch vielleicht... können wir nicht. Jetzt da drauf gehe und das abbaue, dann fällt das runter und dann ist es weg und dann... Okay, wo ist denn hier noch was? Da. Okay, ich sehe es. Okay, pass auf. Hier müsste ich eigentlich hingehen können und das müsste nicht weggehen, wenn ich das jetzt wegmache. Genau. So, und hier... Okay, da ist ein Holzstück, das muss ich auf jeden Fall dran lassen, sonst fliege ich hier nämlich runter, aber da hinten, das kann ich wegmachen und das auch. Ich hoffe, dass da jetzt ein Setzling bei rauskommt, sonst ist das echt alles für ein Bobbes gewesen. Da unten ist noch ein Stamm. Bisschen kribbelig ist schon, ne? So. Da unten, ich glaube, das gehört aber zu einem anderen Baum, ne? Das gehört, glaube ich, zu einem anderen Baum. Mach ich jetzt nicht weg. Das ist anstrengend. So, dann haben wir das. Gut, dann gehen wir mal zurück auf unser Türmchen hier. Ich glaube, dann haben wir noch die drei Stück. Dann müsste das eigentlich auch. Genau. Also langsam haben wir es doch hier. Das ist ein geiler Ausblick eigentlich, ne? Wo bin ich jetzt hier eigentlich? In welche Richtung schaue ich? Okay, das ist Norden. Das heißt, irgendwo da bin ich zu Hause. Irgendwo da hinten. Cool. Cool.